Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mars Orakel von 26. Juni bis 2. Juli 2018. 26. Juni ist Dienstag und Dienstag ist ein Mars-Tag. Mars ist eine männliche Kraft und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch, weil wir brauchen auch diese Kraft, uns durchsetzen im Leben, diese Kraft etwas in Bewegung setzen. Aber Mars bedeutet auch der Mann, der Partner oder Wunschpartner. Und jetzt beschäftigen wir uns mit diesem Mars-Energie. Was auch noch wichtig ist, ab 28. Juni, also ab Mittwoch, ist Mars rückläufig. Und diese Rückläufigkeit hat auch eine Bedeutung. Als erstes, dieser Planet bewegt sich nicht rückwärts, sondern von unserer Wahrnehmung heraus scheint das so zu sein, wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeit, dass Mars eine rückläufige Bewegung hat. Astrologisch bedeutet das, die Kraft ist etwas gebremst. Natürlich ist es möglich, dass wir gerade müde und erschöpft fühlen. Wir haben keine Kraft. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet noch etwas Vergangenheit. Kehrt jemand zurück von Vergangenheit? Und bei Mars handelt es sich um einen Mann. Und es kann auch eine karmische Begegnung sein. Vor allem Mars bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier bewegt sich auch die absteigende Mondknoten, was die Vergangenheit, die alte Karma, alte karmischen Erinnerungen, alten karmischen Begegnungen symbolisiert. Wie wirkt diese Mars-Energie, auch die Rückläufigkeit, die Mars-Energie auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Natürlich, die Wassermann-Geborenen spüren das hautnah. Aber positiv wirkt es auch für die Wagen-Geborenen, auch für die Zwillingsgeborenen, unterstützt auch die Widergeborenen und auch die Schützengeborenen. Die Löwengeborenen wirkt das speziell, weil für die Löwengeborenen spiegelt diese Mars-Energie etwas. Und die Löwengeborenen sollen darauf achten, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein oder was will dieser Mann. Und es kann eine männliche Person sein von Vergangenheit. Was will er überhaupt sagen? Was spiegelt er gerade jetzt im Leben? Oder was muss daraus lernen? Weil die Löwengeborenen haben gerade auch karmische Lernaufgaben. Diese Mars-Energie ergänzt die Fischengeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Etwas speziell ist dann bei Jungfraugeborenen und bei Krebsgeborenen, die fühlen sich etwas unsicher. Entweder wissen sie nicht, welche Richtung sollen sie ihre Kraft einsetzen oder sie zweifeln an etwas und sie wissen nicht, ob auf diese männliche Person vertrauen sollen oder nicht. Eine gewisse Einschränkung verspüren die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen. Sie werden sich in die nächste Zeit mal kraftlos fühlen. Aber wo finden sie die Stiergeborenen und die Skorpiongeborenen? Die Kraft im Inneren, das innere Kraft oder und dabei unterstützt beide Tierkreiszeichen die Pluto-Energie, ist auch Kraft, das innere Kraft. Und jetzt diese Legung, was ist das wichtige Thema, wo sollen wir unsere Kraft einsetzen oder was möchte diese männliche Person, was zurückkehrt von Vergangenheit, uns vermitteln? Diese beiden Themen spricht an diese Karte. Wir sollen die Richtung bestimmen und zwar zielbewusst. Klare Entscheidungen sollen wir treffen und von etwas befreien
Und da in eine Richtung sollen wir die Kraft einsetzen. Und der Mann, der zurückkehrt von Vergangenheit, hat schon klare Entscheidungen getroffen und nähert sich in die kommenden Tagen oder Wochen. Die Kommunikation, wie sollen wir vermitteln, wo setzen wir uns ein, wo zeigen wir Kraft, können wir jemand überzeugen, können wir unsere Meinung vertreten? Nein, wir fühlen dann zerbrochen, wenn wir versuchen, in die Sprache etwas vermitteln und es kostet viel Kraft. Und dann fühlen wir uns kraftlos. Natürlich kann auch die Verträgen bedeuten, dass etwas bricht. Also Vorsicht mit Verträgen, Vorsicht mit Kommunikation. Wie drücken wir uns aus? Wenn das zu stark Mars betont ist, das kann natürlich eine gewisse aggressive Stimmung auslösen. Die liebe Partnerschaft spielt Mars eine große Rolle, weil Mars ist Ares. Der Geliebte von Aphrodite, der Mann. Und was ist diese männliche Kraft in die Liebe? Sehr schön, und die Männer brauchen aber auch etwas, und das ist die weibliche Kraft, weil hier vereint sich das Weibliche und das Männliche und das gibt Kraft für beide Seiten. Also die Liebe ist stark betont. Kann auch um karmische Begegnungen bedeuten. Und jetzt die Richtung, wo sollen wir aktiv sein? Haben wir Ziele oder sind wir orientierungslos? Das schauen wir gerade an. Etwas lernen. Entweder lernen wir wirklich, wo setzen wir unsere Kraft ein, dass es nicht zu viel wird und nicht zu stressig wird, oder kann auch bedeuten ein Studium oder eine Ausbildung, und da sollen wir unsere Kraft einsetzen. Das bedeutet auch das Wissen. Wissen aneignen oder Wissen vermitteln oder ein Buch veröffentlichen. Natürlich, da können wir in diese Richtung auch die Energie lenken. Die Gerechtigkeit, sollen wir uns da wirklich einsetzen? Bekommen wir unsere Rechte oder ist das alles umsonst? Das beantwortet diese Karte. Das ist eine Einladung. Also es ist gut möglich, unserem Recht zu vertreten, aber wir sollen gefühlsvoll handeln. Welche Lernaufgabe haben wir in die nächste Zeit? Das zeigt diese Karte an. Es darf nicht einseitig sein. Das heißt, wenn wir Kraft zeigen oder etwas in Bewegung setzen, und da investieren wir nicht nur Kraft, sondern auch Zeit, und wenn das einseitig ist, dann fühlen wir uns ausgenutzt. Wenn wir zum Beispiel zu viel Arbeit haben und machen wir Überstunde und es wird nicht bezahlt oder kommt keine Anerkennung, keine Dankbarkeit, wie fühlen wir uns? Ausgenutzt. Und diese Ungerechtigkeit, wobei hier handelt sich eher um Ungleichgewicht, dieser Ungleichgewicht sollen wir im Gleichgewicht bringen. Was ändert sich dann dadurch? Dass wir achtsam sein werden und wir wiegen das alles ab. Für wen sollen wir uns einsetzen? Welche Richtung sollen wir orientieren? Welche Richtung sollen wir die Energie lenken? Und hier handelt es sich auch um eine rechtliche Lage oder um Gerechtigkeit. Das kommt im Gleichgewicht. Diese Karte vermittelt auch etwas und dadurch ändert sich die Situation, wenn wir in die inneren Gleichgewicht bleiben. Welche Wünsche haben wir? Lohnt sich das überhaupt, da Energie drauf lenken? Das ist die liebe Partnerschaft. Wenn ihr diesen Wunsch habt,
eine glückliche Partnerschaft zum Leben, dann lohnt sich da sich einsetzen. Aber diese Karte vermittelt noch etwas. Die Einflüsse von außen. Also das ist auch sehr wichtig zu berücksichtigen, auch wenn ihr diesen Wunsch habt und das kommt zum Erfüllung. Und es lohnt sich damit zu beschäftigen, weil das führt zum Ziel, zu einer glücklichen Partnerschaft, was auch hier sichtbar ist. Diese Karte vermittelt einen Hinweis. Es gibt noch Einflüsse von außen. Jemand mischt sich ein oder beobachtet die Situation. Das innere Kraft. In die Ruhe liegt die Kraft. Und dann kommen wir näher zu Energie, zu Pluto, weil das vermittelt wirklich die Konzentration und auch das innere Kraft. Was gibt uns die Ruhe? Was gibt uns die innere Kraft? Sind wir wieder bei Liebe, Partnerschaft? Ein Treffen, eine Verabredung, ein Neuanfang, eine Versöhnung oder eine bestehende Partnerschaft, das gibt uns gerade die Kraft. Und dazu brauchen wir nicht nur Mars, dazu brauchen wir natürlich auch Venus. Und Venus bewegt sich im Löwe genau gegenüber von Mars. Also sie spiegeln sich auch etwas. Nicht nur das, sondern das ist wie eine Waagschale. Brauchen wir auch die Gleichgewicht, darf nicht einseitig sein, sondern achten in die Liebe, Partnerschaft, die Ausgewogenheit, das Gleichgewicht, auf anderen zugehen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen, aber das darf nicht einseitig sein, dann fühlen wir uns auch ausgenützt und so kommen wir in Harmonie. Und das ist wichtig, weil das ist, was wir gerade auch lernen. Und das war die Mars-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.